Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Richard 3. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie bei uns sonst, weil mich mega freuen, so, den ihr dazu entscheiden solltet. Was war das für eine Quest, meine lieben Freunde? Was war das für eine geile Quest? Sie hat das zum Glück nichts mit Netflix zu tun, soweit ich das beurteilen kann. Habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass das auch was mit Netflix zu tun hatte. Außer, dass die Rüstung, die er trug, dann die von Geralt ist, glaube ich, aus der Netflix-Serie. Und wir können auch übrigens auch in den Einstellungen die Nilfgaard-Rüstung aus der Serie anmachen, aber die sieht grauenvoll aus. Jeder hat sich doch über die lustig gemacht. Ich verstehe nicht, warum man die da eingebaut hat, wenn ich ehrlich bin. Verstehe ich absolut nicht. Aber wir haben noch was zu lesen über Reinald. Reinalds Geschichte ist eine tragische. Ein junger Hexer, der in den Anfangsjahren der Wolfsschule ausgebildet wurde, der voller Neugier und Hilfsbereitschaft aufbrach, um die Welt zu erkunden, und der letztendlich einen Auftrag annahm, den er nicht überleben würde. Reinald wurde von einem roten Miasma besessen und von eben jenen Priestern des ewigen Feuers, die ihn angeheuert hatten, in den Minen der Teufelsgrube eingeschlossen, wo er jedoch unglaubliche Stärke bewies und dem Willen des Geistes widerstand. Er sperrte sich selbst und das Miasma in einer Salzhöhle ein, wo er verblieb, während seine Lebenskraft langsam in Dunkelheit und Trauer versickerte. Der Pestgeist sorgte dafür, dass der Körper des Hexers nicht starb, während Reinald sich an die langsam verblassene Hoffnung klammerte, dass sein geliebter Freund ihn eines Tages retten würde. Doch Tage wurden zu Wochen, zu Jahren, zu Jahrhunderten. Das lange Warten endete letztlich mit einem Gespräch zwischen den Hexern und dem jungen Diakon. Geralt hatte das rote Miasma besiegt und Reinald überzeugt, dass selbst ein Kleriker des ewigen Feuers die grauenhaften Missetaten der Kirche als solche erkennen würde. Nachdem Reinald die aufrichtige Reue des Diakons für die Sünden seiner Vorgänger gesehen hatte, konnte er diese Welt friedlich verlassen. Oh, wie schön. Das war noch schön. Das war echt eine gute Quest. Also ich muss echt sagen, die haben es schon noch drauf, CD Projekt Red. Also ich fand die Quest, die war on par mit einigen der Nebenquests, die es hier so gibt. Ihr werdet noch einige Nebenquests erleben, die genauso krass gut sind, ne? Aber die war halt auf dem gleichen Niveau. Das war schon echt Respekt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war sehr unterhalten. So unterhalten, dass ich das nicht trennen wollte. Ich fand das so gut, dass ich das euch nicht trennen wollte. Ich wollte nicht sagen, ja Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann drei Parts daraus machen. Ich wollte, dass ihr das genauso wie ich erleben könnt, am Stück. Das einfach durchgenießen könnt. Der erste Alghul, den wir getötet haben. Sieh mal einer an. Dann lesen wir mal ganz kurz über Alghule. Alghule. Alghule sind die beschissensten aller Ghule. Japen, Sigrin, Zwergenkrieger. Alghule unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Stärke, Farbgebung und vor allem ihrer Intelligenz von normalen Ghulen. Während Ghule und Gravere primitive Kreaturen sind, die nicht mal einfache Überfälle planen können, sind Alghule und artverwandte Wesen wie Zemetauren zu planerischem Vorgehen fähig und daher weitaus gefährlicher. Oh Leute, ich hab gerade in meinem Kopf, gehe ich gerade ganz viele Quests durch. Auch die Hauptquests werden noch sehr, sehr krass. Wir werden auch richtig gute Charaktere kennenlernen demnächst. Oh, das wird alles so toll. Aber erstmal müssen wir ein Nebenzeug erledigen. Ihr kennt mich. Ihr kennt Potato Pet. Wir haben jetzt sehr viel coole Hauptgeschichte erlebt mit dem blutigen Baron und alles. Wir hatten eine mega krasse Geschichte. Wir hatten jetzt eine richtig coole Nebenquest. Ich glaube, jetzt ist mal wieder so ein bisschen Zeit für 100%. Potato Pet 100% ran. Wobei wir ja 100% nicht mal schaffen können, ne? Wir können nicht alle Quests schaffen, leider, weil die eine Quest mit dem blutigen Baron, wo wir eine Belohnung bekommen würden, die kriegen wir ja nicht mehr. Dummerweise, aber gut. Das ist halt verbuggt, deswegen zählt das für mich immer noch zu 100%. Wir haben es immer noch 100% geschafft. Für mich persönlich, ne? Weil, wenn das Spiel verbuggt ist... Also wenn es ein Bug ist, vielleicht habe ich jetzt den Brief auch gefunden und ihn verkauft oder so, keine Ahnung. Wer weiß. Das Lustige an dem Forts gerade war, der klang nicht echt. Ihr kennt das ja manchmal in Spielen. Die Furze klingen manchmal echt gut. Oh. Das wollte ich nicht. Oh.
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesucht oder so. Geralt, danke für alles. Dingsbiberich. Zwar, weil ich geklaut habe. Mein Potato ein diebischer Elster ist. Mein Potato hat mir alles geklaut. Deswegen haben die mich angegriffen. Potato ist ein Dieb. Da, 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 da. Potato, der Superdieb. Militine segne dich, Nittel. Pass auf, Nittel. Die kleine Schachtel, die du mir mitgegeben hast, war da irgendwas von Wert drin? Ich hatte leider einen unglücklichen Arbeitsunfall und die verfluchte Schachtel ist dabei ins Wasser gefallen. Ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich wollte sie noch rausfischen, aber irgendein Teufel da unten wollte sich nicht wieder hergeben. Jedes Mal, wenn ich mein Netz geworfen habe, war nur eine Falle drin. Vielleicht kann ich es ja irgendwie wieder gut machen. Wie wäre es mit einem Rabatt auf die nächste Lieferung? Ergebenst, will ich. Man kann auch unter Wasser gar nicht kämpfen, oder? Ja, aber ich will gerade sagen, ich kann unter Wasser gar nicht kämpfen. So, gibt es hier jetzt eigentlich einen Händler? Weil wir den Ort befreit haben? Nee, ne? Ja, die haben kein Problem mehr mit mir. Wunderbar. Mach Platz! Ah! So, wir haben noch ein paar Fragezeichen, die wir machen können. Ach, Leute, Leute, Leute. Dieses Spiel. Ihr müsst schon zugeben, das ist schon ziemlich sexy, das Spiel, oder? Das ist schon ein ziemlich sexy Spiel. Schon echt gut. Zu Recht eines der besten Spiele aller Zeiten. Umso trauriger, dass CD Projekt Red meiner Meinung nach sehr viel auch in Cyberpunk verloren haben von diesem Welterkunden und Nebenquests finden und dieses, was man auch bei Breath of the Wild hat, ne? Diese Neugierde. Was ist hinter der nächsten Ecke und so weiter? Oh mein Gott, was sind das für Viecher? Das sind Neblinge, oder? Ja. Oh mein Gott. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Kriegen wir den hier? Yuna, natürlich kannst du bei uns bleiben. Was ist denn das für eine Frage? Bring auch deine Familie mit. Hierher ist der Krieg noch nicht gekommen. Wir haben massenhaft Essen. Und ich habe in den letzten Wochen sogar zugelegt. Wenn du mir etwas Bier und Schinken weg isst, tätest du mir sogar einen Gefallen. Wir bereiten dir schon ein Bett vor. Du schläfst auf dem Dachboden. Da ist es gemütlich. Du darfst nur nicht vergessen, den Kopf einzuziehen, wenn du die Treppe raufgehst. Gute Reise. Yuna, bis bald. Mats. Das ging schnell mit dem Schlüssel. Wir meditieren mal ganz kurz eine Stunde. Banditen? Nee. Ule. Ah, ein Monsternest.
Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Was für eine hässliche Statue. So, noch ein weiteres Fragezeichen. Haben wir zumindest schon mal die Insel hier soweit fast fertig. Ein Fragezeichen fehlt noch. Wisst ihr, was wir auch gerade mal ganz kurz machen müssen? Wir müssen mal reparieren. Ist doch gar kein Problem. Wir müssen doch bald mal verkaufen gehen, sehe ich gerade. 40%? Ja, definitiv. Stahlschwert? Ne, braucht man nicht. Banditen? Ja, Banditen. Schon erledigt das Banditenlager. Wir müssen gar keine Banditen töten. Wir haben es einfach so geschafft. So. Ja gut, na gut, na gut. Hier vorne wäre noch ein Ort. Zwischen wieder ein Ort, den wir befreien können. Dann hätten wir zumindest diese eine Insel schon mal fertig. Das ist schon mal ein gutes Stück, was wir erledigt haben, würde ich sagen. Was ist denn da mit meiner Stimme los, meine lieben Freunde? Hat Potato wieder zu viel gequatscht die letzten Schneller. Tage? Kann das denn angehen? Potato das Labermaul. Ja, stimmt schon. Potato labert sehr viel. Oh mein Gott, was ist hier los? Seht ihr das? Habt ihr gerade gesehen, was da passiert ist? Ich erinnere mich nicht daran, dass ich das damals so erlebt habe. Dieser Gestank. Im Originalspiel. Dass so komische Dinge passiert sind. Ich hab das Gefühl, es gibt neue Bugs in diesem Spiel. Das schafft auch nur CD Projekt Red, ein neues Update rauszubringen. Ist ja jetzt Version 4.0. Und mehr Bugs einzubauen. Mann, die lieben Leute von CD Projekt Red. Mir tut es auch ein bisschen leid, dass die Leute, die, das muss man auch mal berücksichtigen, die Leute, die das Spiel damals entwickelt haben, Witcher 3, die arbeiten fast alle nicht mehr da. Ja. Die Leute, die dieses Spiel hier gemacht haben, das Spiel so großartig gemacht haben, die arbeiten da nicht mehr. Tja. Aber es gibt ja dieses andere Unternehmen, was glaube ich auch so ein Fantasy-RPG macht, wo ganz viele Leute, zum Beispiel auch derjenige, der die Nebenquests hier geschrieben hat, sowas, glaube ich, jetzt auch da arbeitet. Da bin ich drauf gespannt. Mehr als auf Witcher 4 bin ich auf dieses Spiel gespannt. Ob sie die gleichen Stärken haben wird. Oh mein Gott. Mund halten. Level 16 ist krass. Also nicht unmachbar für uns derzeit, aber schon krass. Nicht ohne. Verdammter Ziegenficker. Du Dreckshexer! Ich hexe nicht mit Dreck, meine Freunde. Oh mein Gott, wie brutal. Nilfgaard, du bist ein Deserteur. Du bist ein nilfgaardischer Deserteur. Lies doch mal, was über deinem Kopf steht, du Idiot. Nilfgaard, ja klar, du bist doch nicht mehr bei Nilfgaard. Du bist ein Deserteur. Du würdest gehängt werden, wenn du zurück nach Nilfgaard gehst. Noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ja, jetzt ist es aber zu spät. So, Person in Not. Ich glaube, wir müssen ein Schlüsselloch finden, oder? Ah, da war der Schlüssel. So, liebe Leute. So geht das ja nicht. Übrigens hat das auch Plötze gesagt. Plötze findet auch, das geht so nicht, was die hier machen. Die euch hier einfach eingesperrt. Aber erstmal lese ich den Brief. An den großen und ehrbaren Feldwebel, Kavi van Lechtschin. Du hast gefragt, mein guter Herr, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenrufen könnte. Hier ist nun meine Antwort. Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass ich jederzeit ein paar Landeier aus Sandort aufbieten kann, aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse, hauptsächlich alte und Taugenichtse. Doch sollte derlei Gesindel für dich von Nutzen sein, lass mir eine Nachricht zukommen. Nach nur einer Woche schicke ich dir eine ganze Ladung davon, zusammengefärscht wie Vieh. Ich habe auch das ein oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind, nachdem der eines Nachts so betrunken war, dass er einem von ihnen einen Schürhaken ins Auge gestochen hat.
Es gibt zwei Lager, eins direkt neben dem Borg und eines an der Südgrenze von Velen. Und wie du sicher bereits erraten hast, wollen sie schnelles Geld machen. Wenn du uns also ein paar Kronen als Vorschuss zukommen lassen könntest, werden wir dir eiligst die hübschesten Damen und kräftigsten Kerle in ganz Velen schicken. Vielleicht sogar im ganzen Norden. 100, 200, wie viele der große Feldwebel auch immer braucht. Dein bescheidener Diener, Daligor. Ah, und das waren jetzt Leute, die sie bringen wollten, oder was? Die Schweine? So sah es also aus. Bitte sehr. Danke, Hexer. Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Danke. Maulbeertal. Lass mal ganz kurz gucken, wo das ist. Ist das hier in der Nähe? Wissen wir noch nicht, glaube ich, ne? Oder doch da, Maulbeertal. Dann reisen wir da mal ganz kurz hin. Das machen wir. Weil es gibt keine Quest dafür schon offensichtlich. Deswegen, wir machen das jetzt einfach. Wir reisen da als nächstes hin und schauen da einfach mal um. Ich weiß nicht, ob es einen Händler gibt, weil wir sind gleich voll. Unser Inventar ist gleich voll. Wenn wir hier alles aufnehmen, ist nicht mehr mit Laufen. Ist nichts mehr mit Laufen. Die Wölfe werden vom Blut angezogen, wa? So, fertig, komm mal her. Ja, Pferd, ignoriere mich einfach, ist gut. Ich hab dich auch lieb, Plötze. Ja, Plötze, ich hab dich auch lieb. Bist ein tolles Pferd. Manchmal. Meistens. Ist der Hexenmann? Der Mutant? Ja, das bin ich. Wir warten jetzt einfach mal so ein bisschen bis 14 Uhr oder so. Da sollte die Person ja hier sein, oder? Ja, ich stinke nicht. Siehst du mal. Weil ich dürfte eigentlich verdammt eklig stinken. Nachdem ich in dieser Höhle mit Miasma war. Ich weiß, seitdem wir nicht baden, ne? Also. Das dürfte schon ein ganz besonderer Geruch sein, den ich derzeit habe. Wo ist der denn? Ist der immer noch unterwegs? Scheint immer noch irgendwie unterwegs zu sein. Keine Ahnung. Wir gehen mal ganz kurz zum Händler hier. Schon mal Baumrinde gegessen? Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nur hast du Proviant? Sei etwas vorsichtiger, wenn du die Tulpen ausziehst. Ein Mantel mit Marderfellkragen ist schwer zu verkaufen, wenn er voller Blut ist. Vorsichtig bin ich, wenn ich an der Möse deiner Mutter rumspiele. Wenn du ihn nicht willst, kaufen ihn die Männer des Barons. Den Hals abschneiden. Wer, frag ich mich. Warum kann ich nicht mit dem reden? So weiß wie Quark. Hallo, Kaufmann. Warum drängelst du denn genau so? Das was gibt es Neues in der Weiden? Hallo, Kaufmann. Hallo. Hallo. Hast du Hallo. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Was ich drücke A wie wild, aber macht nichts. Heda! Hallo, Herr Kaufmann. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Der Teufel aus der Eiche schaut mit... Ist, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, schön, dass sie nicht mit mir reden. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient, Anderlinge. Das war der Schmied. Zuerst kamen die Armeen. Ha! Mein Befreier und Beschützer! Ich danke dir! Zeig mir, was du anzubieten hast. So, das verkaufen wir erstmal. Nicht unbedingt so schlecht. Beide nicht so schlecht, aber... Der Händler hat nicht genug Geld. Ups. Können wir auch was von ihm kaufen, was wir gebrauchen können?
Sieht schlecht aus, ne? Sieht sehr schlecht aus. Wir haben, ja gut, wir können jetzt vielleicht die Dinger hier mal kaufen. Da haben wir die schon mal gelernt. Ist auch schon mal was wert. Kannst jetzt ein bisschen mehr nehmen. Vor allem der schwere Müll, den ich da habe. So. Ja, die ganzen Sachen kann ich, weil die sind zu wertvoll. Na gut. Wir müssten doch eigentlich schon Teile von der Rüstung haben, oder? Haben wir die schon gelernt? Scheinbar nicht. Wir hätten noch Teile von dem. Wir haben noch Teile bekommen von dieser Hexerrüstung. Aber die sehe ich hier nicht. Vielleicht muss man da zum Meisterschmied für. Das kann natürlich sein. Na gut, dann reparieren wir einmal ganz kurz unser Equipment. Spielen wir eine Runde Gwint. Was sagst du zu einer Partie Gwint? Aber nur eine Partie, meine lieben Freunde. Nur eine. Hat er gesagt. Eine Partie Gwint. Also eine. Er spielt Monster. Wir behalten die Kälte, weil es kann sein, dass er wieder sehr viele Nahkampfkarten spielt beim Monster-Set. Das ist gut. Den brauchen wir nicht unbedingt. Ich hätte sehr gerne einen Bion gehabt. Habe ich aber halt nicht. Gut, dass er die jetzt spielt. Aber er hat auch nichts im Set für die Karte. Na gut. Da Gleichstand ist, muss er eh noch eine Karte legen. Dann lasse ich noch eine Karte legen. Hat er eine Karte Nachteil, zumindest. Ja gut, die Karte liegt noch da. Das ist natürlich sein Vorteil, aber... Okay, er passt. Wir können gewinnen, indem wir einfach das hier nutzen, glaube ich, oder? Nee. Oder? Nee, zwei wird das noch runter. Nee, das klappt nicht. Dann müssen wir wohl leider eine Karte nehmen. Dum, da, da, dum, 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 dum. Hm, ja, es wird spannend jetzt. Bam, ba, da, 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 da. Bam, bam, bam. Bam, ba, da, 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 da. Ich bin ja trotzdem noch, von daher können wir es auch einfach so lassen. Er hat keine Karte mehr, wobei wir machen das Wetter nochmal weg. Bam, ba, da, 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 dum.
Und da haben wir wieder mal gewonnen, ist das schön. So. Kann ich jetzt mit dem Typen handeln? Dann gehen wir woanders hin zum Handeln. Dann ist es halt leider so. Was soll man machen? Teleport! Ich weiß, dass hier auf jeden Fall mit mir gehandelt wird. Das weiß ich. Was willst du, Mann? Ich hoffe, dass er noch genug Geld hat, um das alles anzukaufen. Aha, ein bisschen Geld hat er noch. So. Achso, er hat nicht genug Geld, die Sachen zu kaufen. Er ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Hat er auch was Tolles für uns, was ich irgendwie gebrauchen kann? Ja, irgendwie nicht, ne? Na gut, wir haben noch einen zweiten Händler im Dorf. Auf Wiedersehen. Wir haben noch einen zweiten Händler hier, glaube ich, im Dorf. Hier unten. Woher kommst du? Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall aus. Tötest du die Monster? Alle? Wenn es also kein Blitzschlag war, was war es dann? Mein Sohn! Finsternis, überall Finsternis. Wie wär's mit... Zeig mir. So. Du hast dies schon gelesen, steht da aber. Gut. Die Waffen wirken erstmal schlecht, ne? Aber wenn man die mit 3 Plätzen verbessert, ist das schon ziemlich krass. Weil die halt ein bisschen weniger Schaden machen, aber das ist ja wurscht. Die haben 3 Plätze und die haben gute Boni drauf. Vor allem das hier hat gute Boni drauf. Es könnte besser sein, als man derzeitig ist. Deswegen verkaufe ich es noch nicht. Ich habe eh genug Geld. Ich habe 3500 jetzt. Leb wohl. Finanziell geht es mir gerade wirklich gut. Muss man ehrlich mal sagen, wie es ist. Finanziell kann ich mich gerade nicht beschweren für den Stand des Spiels, wo ich gerade bin. Na, na, na. Na, na, na. So aber nicht, meine lieben Freunde. So haben wir aber nicht gewettet. Ich glaube, wenn man hier nach unten nach Duren hingeht, da wird es zu hoch für mich. Wobei ich hier auch schon Sachen erledigt habe, lustigerweise. Aber es waren die Rattennester. Aber ich glaube, dass die Sachen, die man... Ich glaube, die Sachen, die man hier findet, über Niederwörth, die müssten eigentlich auch noch alle okay sein vom Level. Das hier oben müssten wir jetzt eigentlich auch erledigen können. Wir müssten ja eigentlich als nächstes jetzt auch in Richtung nach Novigrad gehen, aber ich möchte erst noch vielleicht die ganzen Fragezeichen hier erledigen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, waren das ganz, ganz viele Banditenlager, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das waren sehr viele Monsternester, beschützte, also, ja, Schätze und sowas und, genau, also... Warum kann ich nicht speichern? Jetzt geht's speichern. Der Wind heult. Der Wind heult, meine lieben Freunde. Er ist traurig, der Wind. So. Und vor allem sehr viele Banditenlager, wenn ich mich richtig erinnere. Molka, ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frau und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben. Die letzte, versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag, nur ein paar Kisten. Das Risiko ist gering, die Belohnung hat es in sich. Bitte mach es, wenn du nicht um des Goldes, wenn nicht um des Goldes, dann um der alten Zeiten willen. Beat.
Das war alles, was es hier gab. Das war ja wirklich wenig. Na, meinetwegen. So, abgespeichert. Weiter geht's. Auf zum nächsten. Ich glaube, das ist ein Banditenlager. Da ist eine Hütte daneben. Das könnte ein Banditenlager sein. Was hängt denn da aus? Das war ein ganz schön langes Pamphlet hier. Reisende, Vorsicht, Piraten. Ihre Lage haben die Küste befallen wie tödliche Pusteln. Ein wohlmeinender Bürger. Ja, hier, das war nämlich genau das, was ich mir, wo ich mich dran erinnert habe. Hier sind sehr viele Piraten, schlecht Banditenlager. Wartet's ab. Ah, los, ja, Piraten. Lieben, an die Arbeit! Ah, du Ba-ba-bam-bam. Piraten töte ich gern, denn ich spiele gerade kein Sea of Thieves. Aber wenn ich wieder Sea of Thieves spiele, ist Piraten töten wieder böse. Ich habe das letzte Adventure bei Sea of Thieves verpasst, leider. Naja. Dafür habe ich das Spiel hier gespielt. Ich glaube, das ist okay. Der Austausch, ne? Ein Adventure bei Sea of Thieves verpassen, dafür Witcher 3 spielen. Also. Den Deal kann ich eingehen. Gerade so. Das ist einfach ein phänomenales Spiel. Ihr müsst es schon zugeben. Alle Leute, die hier bisher geschaut haben, ich würde so gerne mal wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Ganz ehrlich. Es ist einfach phänomenal, finde ich. Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Gut, wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Werwolf. Das stimmt, aber das gehörte für mich auch dazu. Also, das war auch gut. Kleiner Bruder, ich habe deinen Brief erhalten. Den Kindern geht es gut. Danke. Der kleine Raclette ist ganz... Raclette? Ist ganz schön gewachsen. Er reicht mir schon bis zur Schulter. Und Kit ist süß wie eh und je. Aber genug davon. Ich bin so froh, dass du wieder sicher zu Hause bist. Aber ich mache mir Sorgen. Bist du dir wirklich sicher, dass die Piraten für immer weg sind? Du musst wachsam sein und darfst nachts kein Licht anmachen, damit dich niemand sieht, wenn er die Küste entlang fährt. Deine Lysia. Hm. So schönes Worldbuilding mit Briefen. Ja, die Person hier ist vermutlich tot. Weil sie das Licht angemacht hat, vermutlich. Deswegen waren die Piraten hier. Die Schweine. Doofe Piraten. Was? Was? Hast du was? So, jetzt kannst du mir vielleicht mal helfen hier. Weil kann ja... Ich finde das komisch. Eigentlich sollte man das, glaube ich, über dieses Menü auch machen können, dass man hier kauft, wie das beim Handwerk auch ist. Dafür hat man doch diese Möglichkeit, auf Handel und Alchemie zu wechseln, meiner Meinung nach. Aber gut, was fehlt man denn hier für Mistelzweige? 5 Stück. Reliktöl. Verbessertes Geisteröl. Was fehlt man da? Mistelzweige. Auch wieder ein Mistelzweig, der mir fehlt. Gut, dann können wir 5 Mistelzweige kaufen, wenn er die hat. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie Mistelzweige aussahen. Sind das die hier? Nee. Nostrix. Er hat doch bestimmt Mistelzweige. Da. Ist auch gar nicht so teuer. Ist halt schade, dass man es nicht über das Menü direkt hier kaufen kann. So. Erinienauge und Hornblatt. Das Erinienauge hat er nicht, ne? Ne, ich glaube nicht, dass er das hat. Was ich aber auch mal ganz kurz gucken möchte. Wir können... Oh. Davon müsste ich 2 machen. Das wäre super. Leb wohl. So, Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Also Sachen sind halt auch, ich finde die Sachen cool, ne, dass ich hier auch sitze und Mutagene herstelle und das mit hier, ne, Min-Maxing. Hier habe ich jetzt 100 Vitalität mehr. Leben ist mir für mich gerade einfach das Wichtigste erstmal. Wir haben auch einen Slot mehr, das heißt, wir können uns überlegen, ob wir irgendwas hier drauf machen. Armbrust weiß ich nicht.
Oha, das ist eine gute Fähigkeit. Zerfleischen gefällt mir richtig gut. So. Dann machen wir deutlich mehr Schaden, vor allem wenn wir Adrenalin aufladen. So, dann klauen wir nochmal ganz kurz hier. War gar nicht so schlecht, da war ein nettes Schwertchen drin. So, weiter geht's. Aber, meine lieben Freunde, weiter geht's erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste am Leben. Euer Potato Pit verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.